Sie zählen zu den größten Künstlern des 16. Jahrhunderts. Lukas Cranach der Ältere und sein gleichnamiger Sohn. Sie führen die berühmteste Malerwerkstatt ihrer Zeit. Sie malen mehr und schneller als alle anderen. Der Reformator Martin Luther ist eng mit den Cranachs befreundet. Sie werden zu den Malern der Reformation. Die Cranachs sind Kinder des Mittelalters und machen ihr Glück in einer Welt, die sich rasch verändert. Vater und Sohn Cranach verkörpern, was wir in der Kunst mit dem Begriff Renaissance verbinden. Den Aufbruch des Menschen in eine neue Zeit. Mit dem Werk der Cranachs haben sich Generationen von Forschern beschäftigt. Viele Fragen blieben dennoch offen. Gunnar Heidenreich und Ingo Sandner sind Kunsthistoriker und Restauratoren. Hier im Dom von Merseburg untersuchen sie einen Altar, den die Werkstatt Cranach im Jahr 1537 lieferte. Sie wollen herausfinden, wer ihn gestaltet hat. Ist es ein Werk vom Vater oder Sohn? Oder wurde die Ausführung delegiert an Mitarbeiter ihrer Werkstatt? Mit einer Infrarotkamera können sie die für das bloße Auge nicht sichtbare Unterzeichnung enthüllen und aus der Handschrift des Zeichners schließen, wer am Werk war. Mit dieser Kamera können wir tiefer in das Bild hineinschauen, also unter die sichtbare Malschicht blicken und dort den künstlerischen Entwurf sichtbar machen. Und um das genauer zu erkunden, fertigen wir jetzt hier von diesem Bildausschnitt eine Detailaufnahme. Dieser Altar ist einer von vielen aus der Bilderfabrik Lukas Cranach des Älteren, ausgeführt nach Anweisungen des Meisters, aber nicht von ihm selbst. Mehr als 30 Jahre zuvor startet Cranach der Ältere seine beispiellose Karriere. Altbekannte Themen malt er neu. Seine Heiligen tragen modischen Schmuck. Sie sind umgeben von realistischer Natur. Cranach schaut die Welt und den Menschen auf eine neue Weise an. Wittenberg an der Elbe um 1500. Mit den Türmen der Schlosskirche und im Zentrum der Stadtkirche St. Marien. Einer der mächtigsten Fürsten im damaligen Heiligen Römischen Reich deutscher Nation residiert in der Stadt an der Elbe, der sächsische Kurfürst Friedrich III. Ein kunstsinniger Monarch, er träumt von einem geistigen Aufbruch in seinem Reich. Eine Renaissance der Antike schwebt ihm vor, mit sächsischem Einschlag. Kurfürst Friedrich der Weise hatte verschiedene Residenzen. Wittenberg war eine davon. Aber er war auch in Lochau, er war auch in Dresden. Also man darf sich es nicht so vorstellen, dass Kurfürst Friedrich der Weise jeden Tag hier residierte. Gleichwohl war er ganz entscheidend, denn er hat die Universität gegründet. Und man kann wirklich sagen, ohne Universität keine Reformation. Denn die Reformatoren waren Universitätsprofessoren. Die Wittenberger Universität Leucorea gründet der Kurfürst im Jahr 1502. Wittenberg soll zur Stadt der Künste und der Wissenschaften werden. Als Lehrer holt er Humanisten und Freigeister in die Stadt. Humanismus nennt sich die neue Geisteshaltung, die den Menschen in den Mittelpunkt von Kunst und Wissenschaft stellt. Es ist ganz erstaunlich, wenn man in diese Stadt hineingekommen ist, dann war sie zunächst mal eine sehr kleine Stadt. Die großen Städte, das war Leipzig, Erfurt, Nürnberg. Aber Wittenberg, obwohl es Residenzstadt war, obwohl es Universitätsstadt war, war eine kleine Stadt mit ungefähr 2500 Einwohnern. Sehr stark dominiert von den Studenten und den Dozenten. Es gab viel Handwerk, es gab vor allem viele Buchdrucker. Und das ist das Faszinierende, wenn man in diese Stadt hineinkam. Auf einmal waren so viele Kompetenzen zusammen, ja, so viele Kapazitäten. Und das ist, glaube ich, das Glück Wittenbergs gewesen im 16. Jahrhundert, dass hier an diesem Ort so viele Begabungen zur gleichen Zeit am gleichen Ort gewirkt haben.
Im Jahr 1505 beruft der Kurfürst Lukas Cranach als seinen Hofmaler nach Wittenberg. Zunächst kommt er im Schloss des Fürsten unter. Er verdient 100 Gulden pro Jahr. Heute wären dies 100.000 Euro Jahresgehalt. Friedrich der Weise offeriert ihm ein Jahresgehalt, welches dem eines Professors der Zeit an der Wittenberger Universität entspricht und zusätzlich Bezahlung für die Werke, die er im Auftrag des Hofes produziert. Also insofern gewinnt er eine sehr angesehene, renommierte Position. Hauptaufgabe des Hofmalers ist die Darstellung der Fürstendynastie seiner sächsischen Herrscher. In jedem Schloss, in jeder Amtsstube muss ihr Bild hängen. Er malt die Regenten in Herrscherpose, in vollem Ornat, mit Kurhut, Hermelinmantel und Schwert. Er malt sie bei Jagden, Hochzeiten, zu wichtigen Anlässen. Er dokumentiert die Pracht, den Anspruch und die Bedeutung des sächsischen Fürstenhauses. Zu seinen Aufgaben gehört auch das Ausrichten von Turnieren auf dem Marktplatz in Wittenberg. Den Platz lässt er mit Sand bedecken, dann kommen die Reiter und die Schaulustigen. Und der Hofmaler Lukas Cranach hält das Spektakel fest, als Holzschnitt. Die Kunst, die Cranach in Wittenberg entdeckt, stammt von bedeutenden Kollegen. Der Hof vergibt auch Aufträge an den ein Jahr älteren, aber schon berühmten Albrecht Dürer aus Nürnberg. Er wird zum großen Kontrahenten Cranachs werden. Ein Christuskopf von Jacopo de Barberi. Der Venezianer ist Cranachs Vorgänger als Hofmaler. Er bringt den Einfluss Italiens nach Wittenberg. Dort machen Maler mit einer neuen Porträtkunst von sich reden. Die Dargestellten scheinen geradezu lebendig zu sein. Ein Maler wie Sandro Botticelli zeigt die Madonna als schöne Frau, modisch gekleidet. Und verleiht dem Aktbild der römischen Liebesgöttin Venus eine erotische Ausstrahlung, die an antike Frauenfiguren erinnert. Lukas Cranach, der Ältere, kennt diese Kunst von seiner Studienreise nach Italien. Man hat Cranach oft vorgeworfen, dass er nördlich der Alpen die Kunst der italienischen Renaissance ignoriert hat und nicht heranreichen konnte. Aber wir wissen heute, dass er sehr wohl informiert war über das, was in Italien um 1500 produziert wurde. Er setzte sich auch intensiver damit auseinander und er fand immer wieder zu einer eigenen Form, die aus heutiger Sicht eben sogar moderner erscheint als das, was in Italien produziert wurde. Bald nach seiner Ankunft malt Cranach für die Wittenberger Schlosskirche ein Marienbild, den heute sogenannten Dessauer Fürstenaltar. Die Mutter Gottes mit Kind wird umrahmt von zwei Heiligen. Links und rechts lebensnah die Altarstifter Friedrich der Weise und sein Bruder Johann der Beständige, dargestellt noch ganz mittelalterlich in ewiger Anbetung. Völlig überraschend aber ist, wie Cranach die Maria darstellt. Sie blickt aus dem Bild zum Betrachter. Die Mutter Gottes begibt sich auf eine Stufe mit ihm. Sie selbst wird zum Menschen. Noch wenige Jahre vorher wäre das nicht möglich gewesen. Das Werk von Vater und Sohn Cranach ist gewaltig. Rund 1500 Gemälde ihrer Werkstatt sind noch heute erhalten. Seit nunmehr 6 Jahren veröffentlichen Wissenschaftler und Museen aus mehr als 100 Ländern Informationen dazu auf einer frei zugänglichen Internetplattform, dem Cranach Digital Archive. Gunnar Heidenreich, Professor an der Fachhochschule Köln, leitet das Projekt. An einem Holzschnitt Albrecht Dürers, dem Martyrium der heiligen Katharina, demonstriert er die Rivalität der erfolgreichsten Maler ihrer Zeit. Das Blatt des Virtuosenzeichners Dürer entstand im Jahr 1498. 8 Jahre später verwendet es Cranach als Vorbild für seine Version des gleichen Motivs.
Er verwendet hier besonders viel Zeit auf die feinzeichnerischen Details und tritt in den direkten Wettstreit mit Dürer ein, reflektiert Dürers Feinzeichnung in seinem Gemälde, wendet besonderen zeitlichen Aufwand an, um dieses Gemälde so detailreich wie nur irgend möglich zu vollenden. Das Martyrium der heiligen Katharina, ein gängiges Thema der Zeit. Cranach entwickelt daraus, wie erst viel später wieder die Künstler des Barock, ein großes, dramatisches Schauspiel. Einen irdischen Höllensturz mit taumelnden Menschen unter einem zerrissenen Himmel. Für die Zeitgenossen endet der Wettstreit mit Dürer ohne eindeutigen Sieger. Dürers Bilder wurden bewundert, die Cranachs waren wohl beliebter. Das Leben von Lukas Cranach dem Älteren birgt Geheimnisse. Bis heute. Über Kindheit und Jugend des Malers ist kaum etwas bekannt. Geboren wird er am 4. Oktober 1472 im fränkischen Kronach. Wahrscheinlich wird er in der väterlichen Malerwerkstatt ausgebildet. Dort, wo sich heute das Cranach-Denkmal in Kronach befindet, stand einst das Wohnhaus seiner Familie. Früh geht Lukas auf Wanderschaft. Er nennt sich Cranach nach seiner Heimatstadt Kronach. Doch bald verlieren sich seine Spuren. Erst um 1500 taucht Cranach als Maler wieder auf. In Wien, der größten Stadt des Reichs, der Kaiserresidenz. Er bekommt Aufträge und seine ersten bekannten Arbeiten entstehen. Er malt ein Hochzeitsbild für den Rektor der Universität, den Humanisten Johannes Cuspinian und dessen Frau Anna. Völlig neu ist, wie er das Bild gestaltet. Er setzt die Personen in Beziehung zu einer stimmungsvollen und symbolgeladenen Landschaft. Die Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft zeigen die Welt, die es zu erfahren gilt. Auf die Bildung des Brautpaars verweist ein kleiner Papagei im Hintergrund. Der Ara lebt in Brasilien, einem Land, das erst 2 Jahre zuvor entdeckt wurde. Cranachs Wiener Werke zeigen einen schon fertigen Maler mit persönlichem Stil. Er signiert sie mit Lukas Cranach, Lukas aus Kronach. In Wittenberg begegnen sich ein paar Jahre später der Professor für Theologie Martin Luther und der Hofmaler Lukas Cranach. Zwei Menschen, die miteinander nicht nur die Kirche, sondern die Welt verändern werden. Sie werden schnell Freunde. Kirche und Glaube sind Cranach wichtig, ihm wie allen in seiner Welt. Man muss sich immer die Einheit des Kirchlichen mit dem Bürgerlichen vorstellen. Es gab nicht die Trennung. Du warst Bürger der Gemeinde, du warst aber genau gleichzeitig Mitglied der Kirchengemeinde. Das ging ineinander über. Von daher war natürlich jeder in Wittenberg war Mitglied der Kirchgemeinde, jeder war Christ, jeder war katholischer Christ. Also die Kirche war ganz prägend. Doch die vom Katholizismus geprägte Welt verändert sich. Am 31. Oktober 1517 veröffentlicht Martin Luther an Wittenbergs Schlosskirchentür seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel in der katholischen Kirche. Ausgelöst von seinem Protest entbrennt schließlich in ganz Europa ein erbitterter Kampf um das richtige Gottes- und Menschenbild. Cranach der Ältere wird zum Maler der Reformation in Deutschland. Er findet die richtigen Bilder für eine neue, unvermittelte persönliche Beziehung des Menschen zu seinem Gott.
Kranach hat die Reformation geprägt, indem er die Bilder dazu geliefert hat. Also er hat die Theologie im Bild ausgelegt und auch durch die Bilder sind die reformatorischen Gedanken in die Welt gekommen. Manchmal ist mein Eindruck, die haben sich ausgetauscht, die haben miteinander ja sehr eng gelebt. Von daher denke ich schon, der eine hat den anderen auch beeinflusst in diesem ja spritzigen Miteinander, das es da gab, ganz offensichtlich in Wittenberg. Die Stadtkirche St. Marien an Wittenbergs Marktplatz ist die Mutterkirche der Reformation. In dieser Kirche wird der Gottesdienst zum ersten Mal in deutscher Sprache gefeiert. Ein Sonntagvormittag, eine Taufe. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Schon Martin Luther und die Wittenberger Reformatoren predigen und taufen hier. Das Altarbild ist ein Hauptwerk der Reformationskunst Kranachs des Älteren. Eine monumentale Abendmahlsdarstellung, ein spätes Werk aus dem Jahr 1547. Anstelle frommer katholischer Stifter und Heiliger sind die Reformatoren selbst in das Geschehen eingebunden. Auf der Mitteltafel das letzte Abendmahl mit Jesus und seinen Jüngern. In der Person des Jüngers, der sich rechts im Bild nach außen wendet, erkennen wir Martin Luther mit Bart. Er nimmt einen Weihbecher von einem Diener mit den Gesichtszügen Lukas Kranachs, des Jüngeren. Ich habe mich müde geschrien. Der linke Altarflügel zeigt Luthers Freund und Mitstreiter Philipp Melanchthon bei einer Taufe. Auf der rechten Seite der Wittenberger Reformator Johannes Bugenhagen im Beichtstuhl. Kranach malt Menschen seiner Zeit in das biblische Geschehen. Seine Botschaft ist klar. Die Lehrer der Reformation wissen sich zutiefst verbunden mit Christus als dem Herrn der Kirche. Mein liebstes Kranach-Bild ist tatsächlich der Altar in der Wittenberger Stadtkirche. Ich finde immer wieder das so anrührend, dass sie alle vorkommen. Ja, also Luther selbst kommt vor, aber mitten im Leben der Wittenberger. Also die Wittenberger haben quasi das biblische Geschehen, Beichte, Abendmahl, Taufe als Teil ihres Lebens erlebt. So stelle ich mir das vor. Sie haben sich selbst da gesehen. Als Martin Luther im Jahr 1525 die ehemalige Nonne Katharina von Bora heiratet, ist Lukas Kranach sein Trauzeuge. Das muss ein ausgesprochen gutes Verhältnis gewesen sein. Ja? Sie waren Trauzeugen, sie waren sogar Taufpaten ihrer Kinder. Und man kann sich das als ganz schöne Szene vorstellen. Luther hat wahrscheinlich seine Frau bei den Kranachs kennengelernt. Denn als Katharina von Bora aus dem Kloster geflohen ist, wo sollte sie unterkommen? Sie kam bei den Kranachs unter, hat dort einige Jahre lang gelebt und offensichtlich hat Luther sie dort kennen und dann auch lieben gelernt. Wittenberg wird zum Ausgangspunkt der Reformation und Kranach porträtiert den Reformator. Er zeigt einen kraftvollen Menschen, der seine Lehre nicht nur verkündigt, sondern vollständig lebt. Am Anfang steht der streng genügsame Augustinermönch mit Tonsur. Später malt er den verfolgten Luther, der sich als Junker Jörg auf der Wartburg versteckt. Oder mit Doktorhut als Bewahrer der Lehre. Später zeigt sich auch Luthers Bekenntnis zur Welt, zur Ehe und Obrigkeit im Bild. Der Porträtierte wird dicker, saturierter. Kranach macht Martin Luther zur Ikone der Reformation. Jahre zuvor gründet Lukas Kranach in Wittenberg eine Familie. 1512 heiratet er eine Bürgermeisterstochter. Sie bekommen 5 Kinder. Den zweiten Sohn nennt er Lukas. Der Vater bringt es schnell zu Ansehen. Er kauft Häuser, betreibt zusätzlich einen gut gehenden Weinausschank und am Marktplatz auch die einzige Apotheke der Stadt. Bald ist er der reichste Bürger Wittenbergs. Er amtiert jahrzehntelang als Ratsherr und bringt es sogar zum Bürgermeister.
Er wohnt in diesem repräsentativen Anwesen in der Mitte der Stadt. In der Werkstatt im Hof leitet er ein florierendes Unternehmen mit Meistern und Malergesellen. Werden Lehrlinge ausgebildet, gehen Besucher ein und aus. Lukas Cranach der Ältere führt ein großzügiges Haus. Als Malerfürst, Unternehmer, als selbstbewusster Bürger seiner Stadt. Ja, wir sind hier mitten in einem wirklich großen Ensemble, Schlossstraße 1. Das hat Cranach dem Älteren gehört und hier im vorderen Teil hat er gewohnt. Das ist wirklich ein großes Haus mit vielen, vielen Räumen. Man kann sich gut vorstellen, dass hier auch der dänische König mit seinem Gefolge abgestiegen ist. Also es war ein herrschaftliches, großes Haus. Und das Wichtigste hier in diesem Ensemble ist dort, wo die Werkstatt auch wirklich gearbeitet hat. Und das ist dieses rückwärtige Gebäude. Hier war der Ort der Cranach-Werkstatt. Das ist ein Ensemble, in dem Cranach der Jüngere gelernt hat, in dem er aufgewachsen ist. Hier kann man sich wirklich seinen Lebensort gut vorstellen. Hier ist er in die Werkstatt hineingewachsen. Ja, und hier ist er dann auch selber Werkstattleiter geworden. Cranach und die Mitarbeiter seiner Werkstatt erfüllen nicht nur die Bilderwünsche von Adel und Klerus. In ihrer eigenen Druckerei bedienen sie auch einen völlig neuen Kunstmarkt, den wachsenden Bedarf des Bürgertums an Bildern. Nicht jeder kann sich ein Gemälde leisten. Drucke sind kostengünstiger. Also fertigt die Werkstatt Holzschnitte an und produziert Druckgrafiken in Serie. Und kann jederzeit mit neuen Themen oder Porträttypen auf den Markt reagieren. Das ist ein Riesenholzschnitt aus der Cranach-Werkstatt. Ein wirklich beeindruckendes Stück, bestehend aus 11 verschiedenen Holzschnitten. Das war nämlich gar nicht möglich, damals einen so großen Holzschnitt herzustellen. Deswegen besteht er aus 11 Teilen. Und das Spannende an diesem Holzschnitt ist, dass es in der Art nicht nur Martin Luther gibt. Das ist hier der bekannte Reformator, der mit der Bibel in der Hand dargestellt wird. Aber der 11. Holzschnitt, der hier den Kopf Luthers darstellt, der wurde von der Cranach-Werkstatt auch ausgetauscht. Denn es gibt den gleichen Körper, die gleiche Darstellung auch mit einem Melanchthon-Kopf und mit einem Kopf des Vorreformators Jan Hus. Also wenn man lernen will und wie diese Werkstatt funktioniert hat, wie sie wirklich auch in Serie gearbeitet hat, dann muss man sich diesen riesen Holzschnitt anschauen. Vor allem in den ersten Jahren produziert die Werkstatt Holzschnitte in großer Zahl, gleichberechtigt neben der Malerei. Die Druckgrafik war das Medium, welches es erlaubte, in großer Stückzahl Breitenwirkung zu erzielen im Vergleich zur Malerei. Erst später konnte er eben durch die umfangreiche Werkstattproduktion dort anknüpfen und Gemälde eben auch in ebenso oder annähernd großer Stückzahl produzieren, wie das anfänglich mit der Druckgrafik der Fall war. Alle Produkte der Werkstatt werden mit dem persönlichen Wappen Cranachs versehen. Der Schlange mit Flügeln und einem Ring im Maul. Die Cranach-Schlange ist das Label, die Marke, an der die Werkstatt erkannt wird. Ist es der Ältere? Ist es der Jüngere? Ist es ein Schüler? Oft weiß man es nicht. Man kauft einen Cranach. Aus Pigmenten wie diesen stellt die Werkstatt ihre Farben her. Sie kauft sie auf den großen Messen im benachbarten Leipzig. Da erweist es sich als praktisch, dass Cranach die Wittenberger Apotheke sein eigen nennt. Mit dem sogenannten Apothekenprivileg kann er zum Großhandelspreis einkaufen, günstiger als die Konkurrenz. Die Pigmente, die
damals schon verwendet wurden, waren vor allem Erdfarben, verschiedenfarbige Erden, die dann durch einen langen Aufbereitungsprozess, durch Mahlen und Sieben zu Pigmenten verarbeitet wurden. Das Gelb stammt aus den Bergwerken des Erzgebirges. Ultramarinblau aus Lapislazuli. Es kommt aus dem Hindukusch. In Leipzig kann man es nicht kaufen. Auf dem Markt in Antwerpen wird es mit Gold aufgewogen. Im Jahr 1508 kauft Cranach auf einer Reise in die Niederlande einige Gramm. Kurz danach malt er den sogenannten Altar der Heiligen Sippe und verwendet die neue Farbe. Die Arbeit in der Manufaktur ist durchorganisiert bis ins letzte Detail. Die Graugrundierung wird angerührt, indem das Pigment mit Ei- und Leinöl verrieben wird. Und da ist es wichtig, dass man sehr lange mit dem Läufer auf der Glasplatte reibt. Zu Cranachs Zeiten wurde das stundenlang vermutlich getan. Da hatte er wahrscheinlich Lehrlinge dafür, die extra für das Farbereiben zuständig waren. Cranach lässt Rahmen und Leinwände in festen Größen und großer Stückzahl vorfertigen. Dann nutzt er sie ganz nach den Bedürfnissen der Auftraggeber. Gängige Motive produziert die Werkstatt schon auf Vorrat. Bald ist Cranach berühmt, nicht nur wegen der Schönheit seiner Bilder, auch weil er so viele davon liefern kann. Figuren, die nur variiert werden sollen, malt die Werkstatt nicht mehr neu. Sie paust sie einfach ab. Da wird von dem Papier, wo die Vorlage drauf ist, die Rückseite mit Pigment eingerieben, mit Rötel, also rotem Erdpigment. Und dann wird das auf die Grundierung draufgelegt und die Linien werden nachgefahren mit einem spitzen Werkzeug, sodass sich dieses Pigment abdrückt auf die Grundierung. Auch andere Maler der Zeit, Dürer etwa, führen eigene Werkstätten mit Gehilfen. Aber nur Lukas Cranach besteht auf einer einheitlichen Malweise, die er vorgibt. Sie ist für alle verbindlich. Abweichungen gibt es nicht. Die Cranach-Werkstatt war eine Werkstatt, die nicht auf einen individuellen Stil gesetzt hat, auf individuelle Handschriften, sondern auf einen Werkstattstil. Und die Mitarbeiter haben in der Werkstatt den Werkstattstil geschaffen und waren nicht zu unterscheiden, nicht zu erkennen. Sodass es einfach sehr, sehr schwierig ist, in der Zeit, wo alle gemeinsam dort gewirkt haben, die Hände zu scheiden und zu sagen, das ist ein Werk von Cranach, dem Jüngeren, das ist eins des Vaters. Der berühmte Reformationsaltar in der Stadtkirche von Weimar. Jahrhundertelang galt er als letztes Meisterwerk Lukas Cranach des Älteren, ein Hauptwerk der Reformationskunst. Kürzlich entdeckten Wissenschaftler vom Cranach Digital Archive mit Hilfe der Infrarotreflektographie, es ist ein Werk seines Sohnes. Dieses Bild muss von Cranach dem Jüngeren sein, denn die Unterzeichnung weist seine typischen Stilmittel auf. Kurze, häufig die Richtung wechselnde, fast abgehackte, manchmal sogar kritzlig erscheinende Linienzüge. Cranach der Jüngere präferierte schwarze Zeichenkreide für die Unterzeichnung, im Gegensatz zu Cranach dem Älteren, der häufiger schwarze Tuschen und den Pinsel bevorzugte. Was mich sehr fasziniert, sind vor allem, mit was für unglaublich feinen Pinseln er scheinbar gemalt hat und wie er die Details gemalt hat, die teilweise so klein sind, dass man da ganz nah rangehen muss, um die wirklich zu sehen, dass es überhaupt gemalt ist. Thank you.
Zeitgenossen rühmen die wunderbare Schnelligkeit, mit der Lukas Cranach seine Gemälde fertigstellt. Wie die Werkstatt monumentale Aufträge umsetzt, zeigt die Infrarotreflektographie. Auf der Unterzeichnung dieses Gemäldes sind Farbangaben eingetragen. Rot, Blau und so weiter. Ein deutliches Indiz, dass das Bild nicht vom Meister selbst ausgeführt wurde. Er gab nur vor, wie gemalt werden sollte. Fast 80 Jahre lang trägt die Werkstatt die Marke Cranach in alle Welt. Etwa 5000 Gemälde sollen entstanden sein. Das Jahr 1537 markiert einen Wendepunkt. Der ältere Sohn der Cranachs, Hans, stirbt unerwartet. Ab jetzt wird Lukas der Jüngere auch in die Leitung der Werkstatt eingebunden. Für ihren Erfolg sind von nun an Vater und Sohn gleichermaßen verantwortlich. Auch heute sind Gemälde von Vater und Sohn Cranach begehrt. Auf Auktionen erzielen sie Höchstpreise. Aber Cranachs sind kaum zu finden auf dem Kunstmarkt. Im niederländischen Maastricht findet alljährlich die wichtigste europäische Messe für alte Kunst statt. Der Kunsthändler Konrad O. Bernheimer hat in den vergangenen Jahren weltweit die meisten Cranachs verkauft. Worauf muss man achten, wenn man einen Cranach anbietet? Man muss bei Cranach genauso wie bei Rubens, wie bei den meisten anderen großen Künstlern auch, eben wirklich versuchen, die Hände zu scheiden, wie die Kunsthistoriker so schön sagen. Also wirklich zu sehen, was ist von der Hand des Meisters und was ist von der Hand der Werkstatt. Oder bei Lukas Cranach, dem Älteren, war es der Sohn und waren es viele andere, die man, wenn man sich mit Cranach dann wirklich intensiv beschäftigt, dann auch manchmal wiederentdeckt, weil die Stellung der Augen, die Art und Weise, wie die Finger gemalt sind und so, die kann man dann schon unterscheiden. Als Händler würde er gern mehr Gemälde von der Hand eines der beiden Meister finden. Immerhin, ein Motiv, das die Cranachs in vielen Variationen immer wieder malten, kann er anbieten. Es handelt sich um eines der beliebtesten Themen jener Zeit, nämlich das ungleiche Paar. Also, das kommt vor, immer wieder als alter Mann, junge Frau. Es gibt aber auch die Version alte Frau, junger Mann, in dem Fall eben der alte Mann und die junge Frau. Er steckt ihr einen Ring an den Finger, wirbt also offensichtlich um sie. Sie hat also ihren rechten Arm um seine Schulter, sieht aber so ein bisschen, wenn man so will, durch ihn hindurch. Ja, ein beliebtes Thema, was natürlich zu allen Zeiten eigentlich immer populär war. Und bei Cranach und in seiner Zeit besonders immer wieder aufgetaucht unter dem Generalthema Weibermacht. So hat man das damals bezeichnet, also die Macht, die die Frauen über die Männer haben. Mythengeschichten aus der Antike und die Bibel liefern Motive für ein eigenes, beliebtes Genre. Bilder wie Salome mit dem Haupt des Johannes zeigen die verführerische Weiblichkeit von ihrer dunklen Seite. Und bieten zum Amüsement auch noch fromme Belehrung. Einige Jahre zuvor haben italienische Künstler die Figur der nackten, verführerischen Frau erfunden. Auch Lukas Cranach, der Ältere, nimmt sich die Freiheit, den Körper der Frau nackt darzustellen und macht die Idee umgehend zu einem lukrativen Geschäftszweig. Für das neue Sujet findet er schnell Motive, Gestalten der antiken Mythologie, die Caritas oder die Lucretia. Ein erotisches Motiv, das Cranach immer wieder variiert, sind die Quellennymphen.
Der Londoner Kunsthändler Mark E. F. Weiss schätzt sich glücklich, eine anbieten zu können. Wir haben dieses Gemälde von einer französischen Adelsfamilie erworben. Die hatten es bestimmt einige Jahrhunderte lang. Der Preis heute beträgt 3.250.000 englische Pfund. Die Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, eine der bedeutendsten historischen Bibliotheken weltweit. Nach ihrer Renovierung. Im Jahr 2004 zerstört ein Brand weite Teile des Gebäudes. Unzählige, unersetzbare Bücher verbrennen. In dieser Nacht läuft der Direktor der Bibliothek, Michael Knoche, noch einmal in das brennende Haus, um unter Einsatz seines Lebens ein einziges Werk vor den Flammen zu retten. Die älteste vollständige Bibel in deutscher Sprache, übersetzt von Martin Luther, gestaltet von der Werkstatt Lukas Cranach des Älteren. Diese Lutherbibel, die erste Gesamtausgabe des Alten und Neuen Testaments von Martin Luther 1534, ist ein ganz hervorragend ausgestattetes Objekt mit wertvoll ausgemalten Illustrationen. Die Bibel enthält 117 Holzschnitte, die aus der Cranach-Werkstatt, zum Teil auch von Cranach selber, stammen. Und von dieser Qualität der Illustration, der Ausmalung, gibt es eigentlich keine anderen Beispiele. Deshalb ist mir diese Bibel so besonders wichtig gewesen, dass ich auch kleine Risiken beim Brand dann in Kauf genommen habe, um sie zu retten. 13 Jahre benötigen Luther und seine Mitarbeiter für die Übersetzung beider Bibelteile, bevor sie in Wittenberg in Druck gehen. Die Werkstatt Cranachs des Älteren illustriert farbenprächtig mit goldgetönten Passagen. Die Illustrationen gehen durch das ganze Buch hindurch. Auch viele Initialen sind ausgemalt. Und hier haben wir dann ein Bild von der Erschaffung der Welt, das eben Gott Vater zeigt und die Zustände im Paradies. Adam und Eva sind zu erkennen, viele kleine Tiere. Man muss sich immer vorstellen, das sind Holzschnitte. Also man hat mit in das Holz hineinsticheln müssen, um auch diese feinen Details herauszuarbeiten. Die Cranachs produzieren Bilder für Bibeln und Altäre. Sie statten die Kirchen aus, erklären die Reformation. Aber nicht nur die Religion ihrer Zeit verändert sich drastisch. Sehr schnell wird die Reformation auch politisch. Bald entstehen Machtbündnisse. 1546, 47 kommt es ja zum ersten konfessionellen Bürgerkrieg. Der findet hier in Deutschland statt. Die katholischen, die kaiserlichen Truppen siegen, erobern auch Wittenberg. Kurfürst Johann Friedrich wird gefangen genommen, wird auch vom Kaiser in die Verbannung mitgeschleppt. Das war ein Einschnitt in das Leben der Werkstatt, das man sich gar nicht gravierender vorstellen kann. Der Hof verließ, also die Residenz verließ Wittenberg. Auf einmal war Cranach der Ältere nicht mehr Hofmaler. Im Jahr 1552 verlässt Cranach der Ältere Wittenberg und folgt seinem Fürsten in dessen Exil nach Weimar. Er wohnt repräsentativ im Zentrum der Stadt, im Haus seiner Tochter am Markt. Er ist nicht mehr Hofmaler, aber hier plant und arbeitet er weiter. Wie zum Abschied malt Cranach der Jüngere kurz zuvor ein Porträt seines 77-jährigen Vaters. Es ist eigentlich naheliegend, dass es sozusagen eine Erinnerung an den Vater hier vor Ort war. Und er hat ihn mit Pelzkragen gemalt, also als Bürgermeister auch mit angedeutet. Aber eben doch ein sehr persönliches Porträt mit individuellen Gesichtszügen, die sehr beeindruckend sind. Ein Jahr später, am 16. Oktober 1553, stirbt Lukas Cranach der Ältere im Alter von 81 Jahren in Weimar.
Er wird auf dem Jakobskirchhof beigesetzt. Die Verantwortung für die Wittenberger Werkstatt geht auf Lukas Cranach, den Jüngeren, über. Erst heute, 500 Jahre nach seiner Geburt, wird auch er als eigenständiger Künstler entdeckt. Als sensibler und genauer Zeichner. Als Porträtist, der seinem Vater in nichts nachsteht. Dessen Werk und Werkstatt führt er bis zu seinem Tod im Jahr 1586 erfolgreich fort. Dieser Betrieb lief natürlich weiter. Den hat auch Cranach der Jüngere nicht angetastet oder nicht verändert. Er hat ja auch viele, viele der Themen, die in der Werkstatt angelegt waren. Es gibt die Bilder, die man Bekenntnisbilder oder Glaubensbilder nennt. Es gibt die vielen Porträts von Martin Luther. Diese Bildformate hat er weiter fortgeführt und erweitert, ergänzt, differenziert, aber er hat das nicht geändert. Den Reformationsaltar in der Weimarer Stadtkirche vollendet der Sohn 2 Jahre nach dem Tod seines Vaters. Als ganz persönlichen Nachruf. Es ist Cranach der Ältere, den der Blutstrahl der Gnade trifft. Die Freunde Cranach und Luther stehen nebeneinander. Der Verkünder des Bildes neben dem Verkünder des Wortes. Beide erscheinen ebenbürtig. Die Cranachs malen die Reformation. Wenn die Anhänger des Papstes um Gemälde bitten, sagen sie auch nicht nein. Ihr großes Bilderunternehmen muss laufen. Sie sind Künstler und Geschäftsleute. Das Mittelalter geht zu Ende. Und die Neuzeit hat begonnen. Thank you.